Der Blick aufs Finimeter verrät dir viel mehr als nur deinen Flaschendruck. Wie er dir dabei hilft, mögliche Fehler frühzeitig zu erkennen, erkläre ich dir in diesem Video. Moin, Sebastian hier. Dass ein regelmäßiger Blick aufs Finimeter für deine Sicherheit unabdingbar ist, versteht sich von selbst. Denn wer möchte schon out of gas sein und das Ganze nicht einmal kommen sehen? Im Ernst, selbstverständlich solltest du regelmäßig auf dein Finimeter gucken, um sicherzustellen, dass du rechtzeitig den Rückweg bzw. den Weg nach oben antrittst. Das ist so selbstverständlich, dass ich dir das hoffentlich nicht erklären muss. In diesem Video soll es darum gehen, wie dir der regelmäßige Blick auf dein Finimeter dabei hilft, bestimmte Probleme frühzeitig zu erkennen. Und danach verrate ich dir noch, wie du auf diese Probleme richtig reagierst. Wenn du regelmäßig auf dein Finimeter guckst, und mit regelmäßig meine ich vielleicht alle 5 Minuten, bekommst du sehr schnell ein Gefühl dafür, wie schnell dein Flaschendruck in welcher Tiefe abnimmt. Das klappt besonders gut, wenn du dir angewöhnst, dir vor dem Ablesen bereits zu überlegen, welchen Druck du erwartest. Nach einer Weile wirst du feststellen, dass du immer besser wirst mit deinen Schätzungen. Und wenn du an diesem Punkt bist, würden dir 2 Dinge sehr schnell auffallen. Erstens würdest du merken, wenn dein Flaschendruck zu schnell abnimmt. Wenn du nicht gerade sehr aufgeregt bist oder dich besonders anstrengen musst, ist das ein klares Zeichen dafür, dass du irgendwo Gas verlierst. Vielleicht hast du vor dem Tauchgang den Bubble-Check mit deinem Tauchpartner vergessen und nicht gemerkt, dass zum Beispiel ein O-Ring defekt ist oder sich ein Schlauch etwas gelöst hat. Wenn du lange genug tauchst, wird so ein Defekt früher oder später auftreten. Die 2. Möglichkeit ist, dass sich dein Flaschendruck überhaupt nicht ändert. Früher hättest du dich gefreut, wie entspannt du an diesem Tag bist. Aber weil du weißt, wie sich dein Flaschendruck entwickeln müsste, ist dir auch klar, dass es dafür nur 2 Gründe geben kann. Entweder ist deine Brücke zu, du atmest ja aus deiner rechten Flasche und das Finimeter hängt links, oder dein linkes Ventil ist geschlossen. In beiden Fällen würde sich der Druck am Finimeter nicht ändern. Und ja, natürlich kann theoretisch auch beides zu sein, du Klugscheißer. Bevor ich dir sage, was jetzt zu tun ist, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wenn du regelmäßig deinen Flaschendruck überprüfst und vorher abschätzt, bekommst du ein Gefühl dafür, wie schnell der Druck in unterschiedlichen Tiefen abfällt. Wenn der Druck wesentlich schneller fällt als erwartet, verlierst du irgendwo Gas. Wenn er sich gar nicht ändert, ist entweder die Brücke geschlossen oder das linke Ventil. Oder, wie du ja selbst richtig gesagt hast, beides. Aber was ist jetzt zu tun? Der erste Fall ist, glaube ich, in 2 Sätzen beantwortet. Wenn der Flaschendruck verdächtig schnell fällt, solltest du deinen Buddy bitten zu schauen, was los ist und entsprechend reagieren. Das heißt, entweder kann das Problem gelöst und der Tauchgang fortgesetzt werden, wenn dein Restgas das noch zulässt, oder ihr brecht den Tauchgang ab. Interessanter wird es bei unverändertem Flaschendruck. Als erstes gilt es herauszufinden, ob das linke Ventil oder die Brücke zu ist. Drück dazu einfach die Luftdusche von deinem Backup. Wenn nach kurzer Zeit kein Gas mehr kommt und dein Finimeter 0 bar anzeigt, ist das Ventil zu. Du kannst es dann einfach aufdrehen. Wenn dagegen weiter Gas kommt und sich die Druckanzeige nicht ändert, dann ist die Brücke zu. In dem Fall darfst du 2 Dinge auf gar keinen Fall machen. Du darfst weder auf dein Backup wechseln, noch die Brücke öffnen. Du hast das Gas aus deinem rechten Ventil analysiert. Wenn die Brücke zu dem Zeitpunkt auch schon zu war, und warum solltest du sie danach geschlossen haben, hast du keine Ahnung, was für ein Gas in deiner linken Flasche ist.
Das heißt, du darfst weder aus deinem Backup atmen, noch die Brücke öffnen und damit aus beiden Flaschen atmen. Die einzige Option ist es, den Tauchgang abzubrechen. Falls du trotzdem reflexartig die Brücke öffnest, zeigt dein Buddy sofort Out of Gas an, macht eine saubere Gasspende und brecht dann den Tauchgang ab. Theoretisch könnten, wie gesagt, auch das linke Ventil und die Brücke zu sein. In dem Fall würde dir erst das Ventil auffallen. Nachdem du es geöffnet hast, würde der alte Flaschendruck wieder angezeigt und damit wüsstest du, dass die Brücke auch zu ist. Also nochmal zusammengefasst, bei einem zu schnell fallenden Flaschendruck solltest du die Quelle des Gasverlusts lokalisieren und angemessen reagieren. Bei unverändertem Flaschendruck solltest du ermitteln, ob eine geschlossene Brücke oder das geschlossene linke Ventil die Ursache ist. Falls das linke Ventil zu ist, kannst du es einfach öffnen. Falls die Brücke zu ist oder beides, brich den Tauchgang ab. Wenn du versehentlich die Brücke geöffnet hast, signalisiere Out of Gas und brich dann den Tauchgang ab. Zum Schluss habe ich noch einen kleinen Bonus für dich. Die Abschätzung deines Gasverbrauchs lässt sich so weit vereinfachen, dass du noch an Land komplett im Kopf in wenigen Sekunden deinen Tauchgang planen kannst. Alles, was du dir dazu merken musst, ist die Zahl 1. Wie genau das funktioniert, lernst du in einem Fundamentals. Das ist übrigens nur eine von vielen nützlichen Vereinfachungen, die dieser Kurs für dich bereithält und die entweder deine Sicherheit erhöhen oder dazu beitragen, dass du weniger Zeit zum Planen brauchst und mehr Zeit zum Tauchen hast. Wenn das interessant klingt, melde dich bei mir. Die Kontaktdaten findest du unten in der Videobeschreibung. Lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und ich sage bis zum nächsten Mal. Wenn das interessant klingt, melde dich bei mir. Bleib mir. Fuck it.